Ja, das war's dann hier erstmal. Wir haben Ultima besiegt und den Aschen auch vernichtet. Yeah, Schnitti ist wieder da. Mein Traum ist zerstört. Seht. Hör hin, fühl es, denk nach. Krieger des Lichts, den der Kristall leitet. Dein strahlendes Herz hat für diesmal das Dunkel gebannt. Doch die Finsternis wurzelt tief in vergessenen Winkeln der Welt. Der dunkle Gott harrt seiner Stunde. Wird er nicht getilgt, wiederholt sich der Kampf, und dann mag das Dunkel obsiegen. Der Beginn ist gemacht. Eorzea ist durchflutet von Licht. Und sein Ursprung, sein Brennpunkt bist du. Dein glorreiches Leuchten wird sich dereinst millionenfach spiegeln, gesteigert zu gleißender Kraft. Nimm meinen Segen und Dank. Du wirst die Welt führen, Krieger des Lichts, und die Hoffnung in alle Herzen tragen. Alle Kämpfer der Bruderschaft sind draußen. Ende. Trupp der Legion ebenfalls vollzählig. Admiral, alle vom Mahlstrom sind in Sicherheit. Wo bleibt er denn? Sid? Noch immer nichts? Die Kontaktperle ist tot. Keine Chance. Das sieht nicht gut aus. Er schafft es, ganz bestimmt. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Sid, kannst du nicht die Enterprise startklar machen? Dort drin ist einer von uns. Ein Krieger des Lichts unserer Zeit.
Wir dürfen ihn nicht verlieren, wie damals die Helden von Cartenau. Das weiß ich doch. Aber da fliegt gerade alles in die Luft. Was sollen wir nur tun? O Heidelin, Kristall des Lichts, bitte führe ihn aus dem Dunkel. Betet mit ganzem Herzen. Denkt an diese tapfere Seele. Des Lichts. Was für ein Teufelskerl! Tankred! Tankred ist bei ihm! Wow! Nicht zu fassen! Heidelin, sei Dank! Willkommen zurück! Du hättest uns beinahe auf dem Gewissen. Ha, das musst du gerade sagen. Den Göttern sei Dank. Na, lief doch alles glatt. Allerdings mit mehr Glück als Verstand. Tankreds dunkler Kristall wurde vernichtet. Aber ich glaube nicht, dass wir damit Lahabrea endgültig los sind. Und selbst wenn... Es gibt noch andere Ashians außer ihm. Was haben Sie nur vor? Wie wollen Sie diesen absoluten Gott erwecken? Sicher ist nur eins. Die Gefahr ist noch lange nicht gebannt. Wir müssen wachsam bleiben. Doch wir haben Zeit gewonnen und das ist ein Grund zur Freude. Beobachtest du uns, Großvater? Wir sind dem Ideal ein Stück näher gekommen, für das du dein Leben gegeben hast. Dem echten Frieden. Die Ultima-Waffe der Galea ist zerstört und die Ashians sind vertrieben. Damit kann Eorzea erst einmal aufatmen. Das haben wir unserem tapferen Helden und dem Bund der Morgenröte zu verdanken. Im Angesicht der Gefahr hat er Eorzea gerettet und die Dunkelheit zurückgedrängt. Er war unser untrügliches Auge und unser alles bezwingender Arm. Eorzea wird noch von vielen Gefahren überschattet. Die wilden Stämme und ihre Primae bedrohen uns und innere Streitigkeiten belasten die Stadtstaaten. Den galäischen Wolf haben wir vielleicht zur Strecke gebracht, aber seine Meute ist blutdürstig wie zuvor. Aber wir zittern nicht im Angesicht der Gefahren, solange wir ihnen vereint die Stirn bieten. Und der Bund der Morgenröte uns hilft.
und die Abenteurer uns die Treue halten. So lange haben wir nichts zu befürchten. Vereint sind wir stark. Seit der Katastrophe waren wir alle viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir hatten vergessen, dass die Stadtstaaten Teil Eoseas sind. Eosea ist die Heimat von uns allen. Frieden kann es nur für alle oder keinen geben. Deswegen haben wir eine Übereinkunft getroffen. Die staatlichen Gesellschaften sollen mit neuer Stärke an einem Strang ziehen. Nicht zu ihrem eigenen Wohl, sondern für Eoseas glorreiche Zukunft. Vertrauen wächst nicht über Nacht. Doch ich bin fest davon überzeugt, dass wir unsere kulturellen Unterschiede überwinden und vereint handeln werden. Eosea wird eins werden. Die Schlacht von Cartenau und die siebte Katastrophe haben uns schwer gezeichnet. Viele Helden sind gefallen. Das dürfen wir niemals vergessen. Kein Sieg kann die Toten zurückbringen oder die Narben verschwinden lassen. Trotzdem leben wir im Hier und Jetzt und wir haben eine Zukunft, für die es sich zu leben lohnt. Wir müssen das verwirklichen, wofür unsere Freunde ihr Blut vergossen haben. Lasst uns dem leuchtenden Beispiel der Krieger des Lichts folgen. Brüder und Schwestern, vereint euch und nehmt Eoseas Schicksal in eure Hände. Vor 5 Jahren erlebten wir das blutige Ende der 6. Ära des Lichts. Die 7. Katastrophe brachte Tod und Zerstörung. Doch nun werden wir Zeugen eines Neubeginns. Dies sei der Beginn einer neuen Zeit im Licht des Kristalls. Die siebte Ära des Lichts ist gekommen und Eosea neu geboren.
Shining is the land's light of justice. Ever flows the land's well of purpose. Walk free, walk free, walk free. So believe. My
Alles in Ordnung? Was war das? Hilfe! Das klingt ja schrecklich. Was geht da vor? Das kann nichts Gutes bedeuten. Ein Primae! Es ist ein Primae! Er ist erwacht, mir. Es besteht kein Zweifel. Bahamulmub. Vanazaz Muhubsda. Fansat Lopa, Ekoi Hachava Donsul, Okdom. Vehi next stop she move. She only can stop us lead jal. Dies ist der Anbruch einer neuen Ära des Lichts. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. So, und da sind wir nun. Nachdem wir die neue Ära des Lichts eingeleitet haben. Ja, aber das sehen wir uns dann erst in der nächsten Folge an. Die Folge ist eh schon viel zu lange. Aber gut. Naja, das war dann im Prinzip das Ende des ersten Teils von A Realm Reborn, die Ursprungsgeschichte. Aber es warten noch viele weitere Abenteuer auf uns. Gut, aber das erfahren wir dann alles erst in den nächsten Folgen. Also jedenfalls danke fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Vergessen bleibt.